zweistellige Renditen als Trader zu erreichen und das nicht im Jahr, sondern im Idealfall Monat für Monat. Wie das geht und worauf du als Trader dabei achten solltest, mehr dazu in meinem heutigen Video. Ja, immer wieder höre ich, ich möchte als Trader gerne zweistellige Renditen erzielen. Idealerweise natürlich Monat für Monat. Nur so einfach, und das wissen die meisten Trader auch, ist das Ganze nicht. Denn der Markt ist riesengroß und die richtigen Aktien zu finden, mit denen das funktioniert, ist gar nicht so einfach. Es kommt nämlich auf einige Dinge an, auf die man als Trader unbedingt achten sollte. Das erste ist ganz klar, ihr braucht einen Plan, also einen Handelsplan, nach dem ihr sucht, nach welchen Kriterien sucht man eigentlich gute Aktien aus, die die Chance haben, eine solche Performance zu machen. Das zweite ist dann natürlich darauf zu achten, okay, wie bekomme ich das in der Umsetzung hin? Das heißt, ihr braucht auch einen Handelsplan, um das Ganze dann entsprechend umzusetzen. Und ihr müsst wissen, wann steige ich dann natürlich aus diesen Aktien auch wieder aus. Und ich möchte euch anhand von zwei Beispielen zeigen, wie ich das Ganze hier für mich umsetze. Erstes Beispiel, die Nvidia-Aktie. Wenn wir uns den Chart der Aktie anschauen, dann sehen wir, gerade wenn wir nur die Aktie uns seit dem Anfang des Jahres anschauen, dass es hier eher seitwärts geht, vielleicht mit einer kleinen Tendenz nach oben. Auch wenn wir uns den Blickwinkel etwas größer machen, sehen wir, dass die Aktie hier eigentlich seitwärts sehr lange gelaufen ist. Na, gerade eigentlich seit dem letzten Sommer ist hier nicht wirklich viel passiert. Somit ist die Aktie auch für viele Trader erst einmal nicht im Fokus. So, das heißt normalerweise, gerade wenn wir uns das anschauen, was hier in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, wird man sagen, okay, die Aktie befindet sich in einer Korrektur, weiß ich nicht, ob ich überhaupt in diese Aktie einsteige. Wenn man das als einziges Kriterium anlegen würde, habt ihr vollkommen recht, dann würde auch ich diese Aktie nicht handeln. Es gibt aber ein weiteres Kriterium und deswegen kommen wir eben dazu, warum ein Handelsplan so wichtig ist und warum es so wichtig ist, genau zu wissen, worauf wir hier achten sollen. Und das zeige ich euch jetzt. Es sind nämlich die Nachrichten, auf die es ankommt bei einem Unternehmen, denn Nachrichten bewegen natürlich Aktienkurse. Und hier kam die Nachricht am 21. Mai, die Nvidia-Aktie macht einen Aktiensplit. Ihr erinnert euch, wir haben im letzten Jahr auch schon mehrere Videos zu diesem Thema gemacht. Denkt mal an Tesla, mit denen wir alleine letztes Jahr mit unserem Handelsdepot zweimal mehr als 40% Performance machen können aufgrund von Used Trades. Das ist nun mal eines der wichtigen Tools als Trader, die es euch ermöglichen, kontinuierlich zweistellige Renditen, im Idealfall Monat für Monat, zu generieren. Aber man muss natürlich genau wissen, auf was muss man achten, auf welche Aktien, aber eines dieser Beispiele ist eben hier der Aktiensplit. Wenn man sich das anschaut, der Aktiensplit ist hier angekündigt worden. Wir können hier auch ein bisschen runterscrollen in den Nachrichten, da kann man also wirklich viel lesen. Das Wichtigste ist allerdings immer das, was unten steht bei Nachrichten. Und hier steht eben die Ankündigung 21. Mai, das Ganze wird stattfinden am 21. Juni im Verhältnis 1:4. So, schauen wir uns einfach an. Ich habe jetzt mal den Stundenchart rausgeholt von Nvidia. Den Tageschart habt ihr ja schon gesehen. Das sah bis zu diesem Zeitpunkt nicht besonders spannend aus. Es ist hier sehr schön zu sehen, dass der Markt hier erst einmal runtergelaufen ist. So, jetzt kam die Ankündigung im vorbörslichen Handel und ihr seht schon, die erste Handelsstunde, es kam hier zu einem Gap. War ich an diesem Zeitpunkt schon in der Aktie drinnen? Nein, weil ich grundsätzlich nach solchen Gaps erstmal nicht einsteige. Die meisten Trader kriegen das auch gar nicht mit, weil sie tagsüber gar nicht da sind und solche Nachrichten gar nicht lesen. Und deswegen ist das auch hier erstmal gar nicht so wichtig. Denn wenn wir uns anschauen, danach kam es auch erst einmal zu einer Korrektur. Dann hier sieht man schon, dann kommt plötzlich das Handelsende. 7 Perioden ist immer ein Handelstag, weil der amerikanische Markt hat 6,5 Stunden geöffnet. Aber eine einfache Möglichkeit, in einen solchen Trade doch einzusteigen, ist das, was wir markttechnisch ja auch immer machen, zu schauen, okay, wir haben hier einfach einen Trend, der sich gebildet hat. Und wenn jetzt beispielsweise die Aktie ein neues Hoch macht, könnten wir hier ja relativ einfach in einen solchen Trade einsteigen. Und das sieht man auch, hier kam es am nächsten Tag zu dieser entsprechenden Entwicklung und der Markt ist dann hier auch immer weiter nach oben gelaufen, ohne dass der Trend auch nur ein einziges Mal dann in Gefahr war. Und das ist eben das, worauf es dann ankommt, wenn wir uns das Ganze anschauen, was da passiert ist, dass es seit dem Einstieg passiert. Das heißt, hier ziehen wir das einfach mal rüber. Hier war der normale Einstieg in den Trade. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Performance haben wir jetzt gemacht? Und wir reden jetzt hier genau von 6 Tagen. Das heißt, wir haben hier ungefähr eine Performance von gut 6%. Das heißt, pro Tag 1%
Punkt. Und der Aktiensplit ist immer noch nicht da. Ob dieser Trend weitergeht, ist eine ganz andere Geschichte. Wir werden dazu auch in einem Webinar nochmal eingehen, dazu aber am Ende mehr. Also ihr seht, es ist gar nicht so schwierig. Ihr braucht halt nur einen Plan, wann wollt ihr was machen. Und dazu gehört natürlich unter anderem eben beispielsweise, dass man solche Dinge mit berücksichtigt. Und wie gesagt, als Intraday-Trader hätte man vielleicht innerhalb des Tages schon agiert, aber gerade wenn man wenig Zeit hat, hat man eben auch diese Möglichkeit, das außerhalb dann tatsächlich zu machen. Wenn man abends nach Hause kommt und sieht, aha, ich habe hier eine Möglichkeit, dann sollte man diese auch ergreifen. Natürlich ist es wichtig, welche Nachrichten wann wie funktionieren, aber dazu dann mehr in dem Webinar. Gut, kommen wir zu einer weiteren Aktie, die ich euch vorstellen möchte. Hier ist das Bild ein komplett anderes. Hier haben wir nämlich in den Wochen vorher schon einen sehr schönen Aufwärtstrend gehabt. Ich zeichne den hier auch einmal kurz grob ein, damit ihr das hier auch seht. Das ist etwas, was hier mich natürlich auch immer als Trader interessiert. Das ist also eines der Dinge, auf die ich immer achte, ob ich eine Aktie habe, die sich sehr gut bewegt. Wenn wir uns dann noch anschauen, von Anfang Februar bis zum Ausbruchspunkt ist die Aktie schon 70% gestiegen. Das heißt also auch ganz klar, die Aktie gehörte zu den Werten, die besonders gut gelaufen sind, weil der Markt ist nicht 70% gestiegen. Also auch etwas, was wir im Screening-Prozess eben machen, solche Aktien herauszusuchen. Übrigens ist das auch eine Aktie, die bei uns im Screening-Dienst mit dabei war. Klar, sonst hätten wir die auch gar nicht so gehandelt und auch unsere Kunden nicht gehandelt. Hier sehen wir dann, dass der Markt eben oder die Einzelaktie dann auch über das alte Hoch gegangen ist, also unserer markttechnischen Handelsansatz, den ich ja schon seit über 15 Jahren verfolge. Die Aktie ist dann hier sehr schön hochgelaufen, hat hier dann eine Korrektur vollzogen. Mit einem neuen Hoch haben wir dann auch ganz klar unseren Trend, sorry, falsche Farbe, dann hier auch gehabt. Sehr schön zu sehen, hier hochgelaufen, dann hier eine schöne Korrektur gemacht. Wie ist es weitergelaufen? So, das ist jetzt die letzten Bewegungen, die wir gesehen haben. Ein neues Hoch, eine Korrektur und dann gestern hier nochmal plus 8%. Wenn wir uns anschauen, was die Aktie seit dem Einstieg geschafft hat, ich ziehe das mal hier so hoch, dann sehen wir 34% in den letzten fünf Wochen, die Aktie hier gemacht hat. Wenn wir das runterbrechen auf einen einzelnen Tag, kommen wir wieder auf mehr als 1% pro Tag. Das heißt, die Quintessenz ist, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass ihr einen guten Plan habt, wonach ihr denn überhaupt sucht, weil ansonsten die Auswahl von Aktien ist einfach riesengroß. Der DAX 30 Werte, der MDAX deutlich mehr, der Nasdaq 100 Aktien und der S&P 500 ja wieder ein Vielfaches davon. Das heißt, das Aktienuniversum ist sehr groß. Ich habe euch hier zwei Möglichkeiten gezeigt, die sehr wichtig sind, die wir bei uns im Handel nutzen. So haben wir es auch im letzten Jahr geschafft, mehr als 100% Performance zu machen. Warum? Weil es einfach wichtig ist, genau zu wissen, was man wann tut. Beispielsweise hier geht es darum zu selektieren, welche Aktien laufen besser als der Vergleichsindex. Dann braucht man natürlich den Plan des Einstiegs. Und die zweite Geschichte, die ich euch mitgeben wollte hier an dieser Stelle, schaut doch einfach mal auf die Nachrichten, weil da habt ihr die Möglichkeit, gute Aktien zu finden, wo sehr schnell Volatilität reinkommt und dann meistens genau in die Richtung. Heißt nicht, dass jeder Trade funktioniert, aber die meisten laufen dann tatsächlich so gut. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, wir hatten im letzten Jahr die Geschichte mit Tesla gehabt, was wir ja mehrere Videos auch dazu gemacht haben. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal anschauen. Wenn ihr mehr Infos haben möchtet, wie man als Trader kontinuierlich zweistellige Renditen erzielt, dann empfehle ich euch unser Info-Webinar zum Trader bzw. zur Trader-Ausbildung. Die findet nämlich statt, das Info-Webinar am 22. Juni. Wie könnt ihr mit dabei sein? Ganz einfach, indem ihr einfach bei mir auf die Webseite geht, mariolüdemann.com, dann einfach auf Aktuelles klickt und dort findet ihr die nächsten Webinare, die stattfinden. Hier Infos zur 90-Tage-Trader-Ausbildung, da zeige ich noch viele, viele Beispiele, wie ihr solche Dinge im Handel umsetzen könnt, damit auch ihr es schafft, kontinuierlich zweistellige Renditen zu erzielen. Ja, das war es wieder von mir, Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like von euch sehr freuen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt das doch jetzt bitte nach. Dann habt ihr immer alle Informationen, vor allen Dingen auch den Wochenausblick immer als erstes. Ich wünsche euch einen tollen Tag und eine erfolgreiche Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.